Das Gesetz der Polarität, das ist, ja pass auf, wenn ich jetzt einmal Trauer, jeder kennt Trauer. Wenn ihr jetzt in euren Büchern kramt, über Anthropologie, über Menschenkunde, könnt ihr nachlesen, es gibt hier Völker, zum Beispiel Bali, bis vor 120 Jahren kannten die Balinesen keine Trauer. Das lag an ihrem Glauben. Jetzt pass auf, stellt euch einfach einmal vor, ihr werdet groß in einem Land und der Glaube hat folgendermaßen ausgesehen. Die Welt ist wie ein großes Ei, ich mache jetzt das wieder ganz kurz, wie eine Gebärmutter und alle Menschen, die sich jetzt hier befinden, die sind praktisch in einem Reifestadium, so wie in einer Gebärmutter im Leib. Und jeder, der stirbt, wird dann abgezogen und kommt in die Wirklichkeit, in die wirkliche Welt, die wie ein Himmelreich beschrieben wird. Und das ist jetzt der Brauch gewesen, wenn einer gestorben ist, da hat man sich gefreut, dass der endlich so weit ist, dass er gehen darf. Das ist nicht, dass einer gehen musste, sondern dass der endlich so weit ist, dass er gehen darf in die nächsthöhere Ebene. Und dann hat man weiße Kleider angezogen, da wurde der ganz doll geschmückt, wurde auf eine Bahre gelegt mit Blumen und dann wurde ein Fest gefeiert, wie bei uns die Hochzeit oder ein runder Geburtstag und er wurde dann verbrannt. Und jetzt kommt's. Wenn ein Mann gestorben ist, hatte die Frau, wenn er verheiratet war, das große Glück, durch die Heirat durfte die vorzeitig mit ihm gehen. Das heißt, die hat Gift getrunken, ein Schlafmittel, und wurde dann mit ihrem Mann verbrannt. Ein Riesenstrahl. Ihr müsst nicht glauben, dass da irgendeine Frau Angst gehabt hat, die wurde gratuliert. Das ist einfach so, du nimmst eine Schlaftablette, schläfst ein, puff, und kommst dann mit dem Mann in die höhere Ebene. Die haben sich alle gefreut. Man kannte keine Trauer. Jetzt denk an unser Schwammbeispiel. Jetzt stell dir mal vor, du wächst in einer Welt groß, wenn dein Bewusstsein wach wird. Was schon das Erste mit Kindern, was ja mit Hochzeit. Und dann wird hier riesen Blumenschmuck und es wird immer gefeiert, wenn einer stirbt. Meinst du, dass du trauerst? Du kennst keine Trauer. In diesem Volk im alten Bali hat es dieses Gefühl Trauer überhaupt nicht gegeben. Aber keine Angst. Dann sind die katholischen Missionare gekommen. Die trauern jetzt auch.